Ich sage immer, Sportfotografie, es ist halt nicht wiederholbar. Es ist der eine Moment, das eine Bild, die berühmte Bücher, die haben den Buchtitel Die tausendste Sekunde. Also es ist dieses eine, du frierst dieses eine Geschehen ein. Es wird immer, Gott sei Dank, ganz klassische Sportfotografie geben. Aber ich denke, so wie sich Sport im Moment verändert, also E-Sports, virtuelle Stadien und Ähnliches, wird sich auch unser Tun so ein bisschen anpassen. Sprich, mehr Bewegtbild-Content, mehr Multimedia-Content, einfach Content noch schneller einspielen. Ja, also nichts ist älter als die Geschichte von vor 10 Minuten heutzutage. Das heißt, da müssen wir halt einfach mithalten und Schritt halten. Das sind so Momente, wo du, auch wenn du kein Fußballfan bist, wenn du da Schweinsteiger heulen und verbluten siehst, das ist schon so was, wo du merkst, auch der professionellste, kommerziellste Sport bietet, wenn es in dem Bereich stattfindet, noch pure Emotionen. Herzlich willkommen zu Der beste Rat. Gespräche mit Denkern und Machern. Ich bin Frank Arnold und meinen Gästen spreche ich über außergewöhnliche Leistungen, den besten Rat, den mein Gast hier bekam, wie Erkenntnisse und Geschichten aus einem spannenden und erfolgreichen Leben. Mein Gast heute ist einer der besten Sportfotografen der Welt, Matthias Hangst. Schon in jungen Jahren war er als Leichtathlet erfolgreich. Er spielte dann viele Jahre Handball auf hohem Leistungsniveau. Zur professionellen Fotografie kam er früh durch ein Praktikum bei einer lokalen Zeitung im Schwarzwald, wo er aufwuchs. Er war dann viele Jahre als selbstständiger Fotograf erfolgreich, bevor er 2014 die große Chance kam, zu Getty Images zu wechseln. Dort ist er heute Chef für das deutsche Team als Cheffotograf. Matthias Hangst war bei 9 Olympischen Spielen, er war bei mehreren Damen- und Herren-FIFA-Fußball-Weltmeisterschaften sowie vielfach beim legendären Tennisturnier in Wimbledon, sowie bei unzähligen Veranstaltungen auf der ganzen Welt, sich jeder normale Mensch wünscht, er dürfte irgendwann mal dabei sein. Daneben hat er viele beachtete Werbekampagnen fotografiert und für seine Sportfotografie erhielt er viele renommierte Auszeichnungen für seine künstlerische und für seine kreative Qualität. Wir sprechen über die Olympischen Spiele aus Sicht eines Profifotografen, wir sprechen über Trends in der Sportfotografie, sowie über das spannende Feld der In-Game-Fotografie beim E-Sports. Darüber hinaus sprechen wir über sein Streben nach Perfektion und die Kunst und Kreativität in der Sportfotografie zu einen und dabei gleichzeitig neue Wege zu gehen. Einem Feld, wo schon sozusagen fast alles fotografiert wurde. Ich wünsche viel Spaß bei einem spannenden Gespräch mit einem der besten Fotografen, mit Matthias Hangst. Matthias, grüße dich. Ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Hallo. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein heute. Ich bin ganz gespannt auf deinen besten Rat. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert. Und vielleicht erstmal vorab die Frage, wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen? Es ist inzwischen ein langer Weg. Ich bin aufgewachsen im Schwarzwald, in einem kleinen Ort. Und ging dort zur Schule und hatte irgendwann mit 15 die Motivation, einen Nebenjob zu finden, um mir ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Und wir hatten bei uns mit 20.000 Einwohnern dann dort das Glück, dass es 2 Tageszeitungsredaktionen bei uns im Ort gab. Und über Kontakte kam ich da zu einer freien Mitarbeit. Was dann aber am Anfang bedeutete, dass ich als freier Mitarbeiter hauptsächlich für Text zuständig war. Ganz klassische Vereinsberichterstattung. Ja. Vom Geflügelzüchter bis zur Jugendfeuerwehrübung, so fing es an. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass man, wenn man da noch ein Schwarz-Weiß-Bild dazu liefert, ein besseres Honorar dabei rausspringt, weil Text wurde in Zeilen bezahlt und das Foto gab extra. Und mein Vater hatte eine alte manuelle Spiegelreflex-Ausrüstung, zwei Standard-Zoom-Objektive und eine Kamera. Und so ging es dann los. Die kleine Redaktion hatte damals schon den Luxus eines festangestellten Fotografen. Der hatte ein kleines Labor. Und wurde dann auch mit den Filmen unterstützt und durfte auch die Räume im Labor so ein bisschen mitbenutzen. Und so fing die ganze Sache an. Wie bist du zur Sportfotografie gekommen, Matthias? Also am Ende hat mich mein großes Hobby Sport zur Sportfotografie gebracht.
Ich habe als Kind angefangen, Sport zu betreiben. Meine Eltern sind extrem fast so sportfanatisch. Bis heute, bis ins hohe Rentenalter. Und es fing einfach an, ich glaube mit 6. Ich habe Handball gespielt. Ich war Leichtathlet, im Mittelstreckenläufer. Und habe das auf sehr gutem und auch wirklich hohem Niveau betrieben. Sehr ambitionierter Wettkampfsportler gewesen. Und dann kam dieses Thema Fotografie dazu über den Job bei unserer Tageszeitung. Und da haben sich so zwei Sachen verbunden. Und ich habe dann anfangs sogar die Kamera mit auf meine eigenen Wettkämpfe, habe dann meinen Wettkampf absolviert. Und so Meisterschaften gehen dann ja auch mal 2 Tage. Ne? Und die Vereinskollegen sind noch mit dabei und habe dann einfach da immer mehr fotografiert. Und so wirklich los ging es, als der lokale Fußballverein aus der Bezirksklasse in die Landesliga aufstieg und die Sportredaktion ein paar Orte weiter suchte jemanden, der diesen Verein begleitete bei den Spielen. Und Sportfotografie damals, für mich war noch manueller Autofokus und dann das erste Autofokus-Objekt, das konnte nicht jeder und ich hatte da Lust zu und so fing die ganze Sache an. Aber ganz klar, am Ende war's, ich konnte dann so 2 Hobbys zusammenbringen und dann wurde das Interesse auch immer größer. Matthias, du bist bei der größten Fotoagentur der Welt, Getty Images. Wie bist du denn zu diesem Job gekommen? Tatsächlich erst im Jahr 2014. Und ich wurde von unserem heutigen Senior Vice President Ken Minardis gefragt, der war damals noch in einer anderen Rolle, ob ich nicht Interesse hätte, wie das bei uns heißt, Staffer, also festangestellter Fotograf bei Getty Images zu werden. Ich war über 10 Jahre selbstständig davor und denke, ich bin durch die Arbeit, die ich da gemacht habe, irgendwo aufgefallen. Die Branche und die Szene, in der wir sind, ist nicht sonderlich groß auf dem höchsten Niveau. Und ja, da hat mich Ken irgendwann angesprochen. Du, wie wär's denn? Ganz simpel. Mhm. Wir hatten in der Vergangenheit Kontakt, wir kannten uns sehr gut und es gab auch immer mal wieder so ein loses Gespräch. Wäre das nicht was? Aber das passte für mich auch nie so richtig und vielleicht auch für Getty Images damals noch nicht so. Und ja, dann kam eben die Frage zum richtigen Zeitpunkt. Ich war an einem Punkt, wo ich mich entscheiden wollte und musste, wo geht's denn hin? Und da habe ich auch realisiert, dass mit der Selbstständigkeit, das hat sehr gut funktioniert. Ich hatte da Spaß und es lief auch wirtschaftlich gut. Aber irgendwann wird einem bewusst, es gibt so Agenturen und Getty Images ist da die führende. Wenn du noch einen Schritt nach oben willst, dann brauchst du, damals habe ich es so formuliert, brauchst du einen Partner. Also in der Selbstständigkeit kümmerst du dich um alles selbst. Ja. Ich war Einzelkämpfer, heißt es bei uns immer. Das heißt, ich hatte jetzt nicht hier irgendwie ein Studio-Team, das alles für mich managte. Ich habe von der Reise über die Planung, ich habe mich da um alles selbst gekümmert. Und am Ende hat der Tag 24 Stunden und die Woche 7 Tage und es geht einfach nimmer mehr. Ja. Ne? Man realisiert dann so, du brauchst jetzt Support, du brauchst ein Team, du brauchst all das, Arbeiten, die dir jemand abnehmen kann. Das kam zum guten Zeitpunkt, gab privat dann auch einfach die Entwicklung, irgendwann das erste Kind kam und so ein paar Dinge, wo man dann einfach sagt, das passt jetzt. Die Idee von Ken passte, meine Idee, wo es hin soll, passte. Ich wollte mich einfach wieder fokussieren auf Sport. Ich habe in der Zeit davor relativ viel Zeit auch verbracht, nicht sportliche Dinge zu fotografieren. Das war tatsächlich auch dem wirtschaftlichen Interesse geschuldet, meiner kleinen eigenen Firma. Ich wollte mich wieder fokussieren. Und da kam alles zusammen und dann unterhält man sich da, jetzt auch nicht nur einen Tag, sondern da gibt es verschiedene Interessen. Und dann kamen wir 2014 kamen wir zusammen und seitdem bin ich fest angestellt bei Getty Images. Und erzähl doch mal, du kommst ja zu den spannendsten Events. Wimbledon, Olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften. Gibt es da irgendeine Episode oder eine Geschichte von einem dieser Events, wo du sagst, das ist für mich eine bemerkenswerte oder auch vielleicht fotografisch, die für dich interessant war, die dir in Erinnerung geblieben ist? Also ich reise tatsächlich zu Groß-Events. Ich glaube, es begann 2000. Die Olympischen Spiele in Sydney waren so. Es waren meine ersten Olympischen Spiele. Ich war damals noch in der Ausbildung, im Volontariat, wie das bei uns im Fotojournalismus heißt, bei der Agentur Baumann in Ludwigsburg. Und mein damaliger Chef, der Dieter Baumann, war, glaube ich, so mit der Erste, der das Talent erkannt hat. Da wusste ich vielleicht selber noch nicht, wo es hinführen könnte. Und hat damals entschieden, dass ich mit seinem
Senior Photographer, dem damals zu den Olympischen Spielen nach Sydney durfte. Wir waren zu zweit. So, Olympische Spiele sind grundsätzlich, ich glaube, das wird jeder Sportfotograf, jede Sportfotografin sagen, ist immer das Beeindruckendste, das bleibt dir und das nimmt dir keiner mehr. Und ich hatte jetzt auch das Glück, dass Sydney natürlich eine Erfahrung war, Landleute, die erste ganz große Reise, es war toll. Sowas bleibt dir immer. Jetzt ist es bei mir so, ich bin jetzt nicht unbedingt für dauernde Fröhlichkeiten immer das Lächeln bekannt. Man nennt mich auch manchmal Grumpy in der Firma. Ich erinnere mich leider Gottes auch an so Geschichten in meiner Karriere, die schief liefen, leider besser als an die, die gut liefen. Und ich habe tatsächlich das Finale der Fußball-WM 2006 in Berlin. Da passierte Sportgeschichte und ich durfte dabei sein. Das einzige Problem war der Moment der Sportgeschichte, und ich glaube, ich habe die Geschichte so noch nie erzählt, eigentlich schämt man sich ein bisschen dafür, den habe ich mir leider angeschaut, diesen Moment, nämlich als Herrn Zidane seinen Kopfstoß ausführte und mit einer roten Karte im WM-Finale den Platz verließ, und am Ende gewann Italien. So, jetzt war es so, ein Großteil der Menschen, die das im Stadion sah, wusste überhaupt nicht, warum Herr Zidane die rote Karte bekam. Aufgrund der Position, in der ich saß und so, war ich vielleicht einer der wenigen, der sofort wusste, was los war. Das Problem war, ich hatte mir das sehenden Auges betrachtet und nicht durch die Kamera. So, und da liegt halt der Fehler des Fotografen. Sprich, ich weiß, woran es heute mit meiner Erfahrung weiß ich, woran es lag. Ich hatte davor das Spiel um Platz 3, das fand in Stuttgart statt. Wir sind dann da nachts mit den Autos, die ganze Gruppe, von Stuttgart nach Berlin. Man kann sich also ungefähr vorstellen, wie viel wir geschlafen haben. Kamen da morgens irgendwann an und sind direkt ins Stadion. Ne? Das heißt, ich habe ein WM-Finale fotografiert, so gefühlt mit 0 Stunden Schlaf. Ich glaube, wir waren irgendwie eine Stunde in so einem Autobahnhotel, einfach um zu duschen und so. Und dann sitzt du da und du bist einfach nach einer WM, die 4-6 Wochen geht, nicht mehr so fokussiert und konzentriert, wie du es sein solltest. Ja, war eine große Lernkurve für mich, was da passierte. Und dann passiert diese Szene, ich schaue sie mir wirklich, ich habe über die Kamera geschaut und schaue mir an und denke mir so, der hat was Nettes zu dem gesagt und jetzt tickt er aus und dann gibt er ihm die Kopfnuss und bekommt die rote Karte. In dem Moment habe ich realisiert, jetzt habe ich wahrscheinlich rein fotografisch, ne, dadurch, dass ich über die Kamera drüber schaute und nicht dadurch und zu spät, ne, war vielleicht so der größte Moment. Es gab einen Kollegen, der von der Tribüne die Sequenz fotografiert hat. Ich glaube, er hat damit damals World Press Foto gewonnen. Da gibt es dann einfach nichts zu sagen. Da musst du einstecken. Ja. Da brauchen wir auch nicht diskutieren. Es sind Fehler, da gibt es keine Ausrede. Das ist mein Job, den ich sonst predige, für diesen einen Moment parat zu sein, auch wenn der nur alle paar Wochen dann, ne? Also ich habe einfach meinen Job nicht gut gemacht. Und sowas bleibt dann mir eher in Erinnerung tatsächlich als das Gute. Wäre das auch so der beste Rat, den du weitergeben würdest? Oder geht der in diese Richtung? Man könnte das jetzt den besten Rat nennen. Ich sage immer, das ist Kern unseres Tuns. Und wenn oft die Frage kommt, wie unterscheidet sich Sportfotografie von anderen fotografischen Bereichen? Ich sage immer Sportfotografie, es ist halt nicht wiederholbar. Es ist der eine Moment, das eine Bild, die berühmte, gibt Bücher, die haben den Buchtitel die tausendstel Sekunde. Also es ist dieses eine, du frierst dieses eine Geschehen ein. Und jetzt kommt bei uns dazu, wenn wir über eine Fußballweltmeisterschaft oder Olympische Spiele sprechen, dann sind wir ja Tage oder Wochen unterwegs und wir fotografieren fast jeden Tag und regelmäßig. Und man denkt bei jedem Spiel, es ist das Wichtigste und so weiter. Aber wir wissen alle, am Ende läuft es auf Finals, auf große 100-Meter-Einläufe, auf das hinaus. Es ist nicht so, dass der Content davor nicht benötigt wird. Aber ich kann die Wochen davor tun, was ich will, wenn ich dann in einem Finale der Fußball-WM, die entscheidende Szene, wie ich damals in Berlin, das Tor von Götze in Rio, ja, wenn ich solche Momente, sofern ich sie fotografieren kann, das kommt ja dazu, ja, nicht im Bild festhalte, das Kerngeschäft. Und deshalb erzähle ich das halt immer, ob das der beste Rat ist, ja, so könnte man es auch nennen, aber ist halt das, auf was ich Sportfotografie, Sportfotojournalismus herunterbreche. Es geht um die Fähigkeit, sich über Wochen und Monate auf etwas zu fokussieren, das, und das ist das Entscheidende, nicht planbar, nicht vorhersehbar, nicht kalkulierbar und nicht terminierbar ist. Ja. Wenn ich an einer großen Präsentation arbeite, weiß ich, die halte ich am Tag X zur Stunde Y. Das ist mein Job. Aber wir sind da draußen und wir wissen nicht, wann dieser Moment kommt.
Und das ist so der Reiz aber auch des Jobs, wo dann der Unterschied aufkommt, ja, dass man mit diesem Druck, mit dieser Anspannung, mit dieser Fokussiertheit umgehen muss. Und ich glaube, es unterscheidet uns vielleicht auch zu anderen Bereichen. Das gibt sehr selten so etwas, denke ich. Den Druck, wie gehst du damit für dich um? Weil du hast natürlich auch nicht beliebig viele Top-Leute da an den einzelnen Events und auch für dich selber. Wie gehst du damit um, dass du halt wissen musst, ich muss jetzt parat sein oder auch von deiner Agentur, die Leute wissen, du bist derjenige, der an dieser Stelle ist. Bei den wichtigen Finalen weiß man ja schon im Vorfeld, dass diese Bilder gewollt werden und bei euch geht es in dem Fall sogar noch zusätzlich um sehr, sehr viel Geld, was den Druck ja nun auch erhöht. Also wir haben... Wie kommst du damit zurecht? Wir haben bei uns in der Agentur bei Getty Images natürlich den Vorteil, dass wir ein sehr großes, extrem qualifiziertes und spezialisiertes Team an Sportfotografinnen und Fotografen sind. Also wir haben für bestimmte Sportarten ein Team, das sich fast ausschließlich damit beschäftigt. Also im Bereich Tennis, Golf, Formel 1, das sind absolut spezialisierte Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, die wissen extrem viel über Abläufe. Die sind in der Materie drin, die fotografieren das ganze Jahr etc. So ähnlich ist es beim Fußball auch. Wir sind untereinander bei aller Freundschaft auch in einer Art Wettbewerb. Das heißt, wenn wir bei einer Fußball-WM fotografieren, wissen auch wir am Tag, wenn die WM beginnt, nicht, wer fotografiert das Finale. Also es ist schon grob klar, wer dafür in Frage kommt, aber in der Regel ist auch klar, dass nicht alle, die dafür in Frage kommen, das tatsächlich tun werden. Das ist schon auch so eine Art Wettkampf. Wo ich so ein bisschen mich verändert habe über die Jahre, ich sehe es natürlich gelassener. Ich meine, ich bin jetzt kein greiser Herr, aber am Ende mache ich den Job jetzt auch weit über 20 Jahre und man entwickelt gewisse Gelassenheit und lernt natürlich auch durch alles, was im normalen Leben, also wir sind ja nicht aus dem normalen Leben raus, so geschieht, dass es auch noch Dinge gibt, die wichtiger sind als Fotos. Das ist auch gut so. Wenn man da mit 20 oder 22, sag ich mal, nach dem Abitur das erste Mal steht, dann denkt man natürlich, da kommt jetzt nicht mehr arg viel in der Herausforderung. Da denkst du, das ist jetzt der Pinnacle und da drum und nie mehr. Ne? Der Druck hat auch mich über die Jahre, abgesehen von ein paar grauen Haaren, noch ein paar andere Dinge gekostet. Also klar, auch gesundheitlich war jetzt auch nicht immer so, dass alles immer an mir vorüberging und man könnte es als Stress bezeichnen. Man muss dann schon auch Techniken und Herangehensweisen entwickeln, um das, was eben Stress mit sich bringt, in Positives umzuwandeln. Jetzt bin ich jemand, der nach wie vor davon überzeugt ist, dass Stress nichts Schlechtes ist. Es geht nur, es geht ausschließlich darum, was ich damit anfange. Darf ich fragen, was machst du, um Stress zu reduzieren? Also jetzt im Moment ist es so, dass mein Stress sich ein bisschen selbst steuert. Das, was die letzten 12 Monate auf der Welt passiert ist, hat mich aus meinem Stress etwas herausgeholt. Ja? Also Reisestress, unterwegs sein, ähnlichem. Ansonsten die simpelste Geschichte, ich betreibe nach wie vor Sport, nicht mehr arg viel, aber ich bin so, ich laufe, also das Joggen, das, ich sage immer Rennen, so Joggen, so ein bisschen flotter ist es. Da verarbeite ich sehr viel. Jetzt bin ich aber so jemand, der teilweise während dem Joggen mehr denkt, als wenn er nicht joggt. Also das heißt nicht, dass ich beim Joggen jetzt komplett abschalte und die Welt um mich herum oder so. So ist es nicht. Aber in dem Moment, wo man eine körperliche Anstrengung, glaube ich, hat, kanalisiert sich einiges viel besser. Ich versuche tatsächlich ordentlich zu schlafen. Ich schlafe nicht viel, aber ich finde, Schlafen ist was sehr Wichtiges. Und nochmal Stress in sich. Man muss sich gewisse Pausen gönnen. Die müssen noch nicht mal in Urlaub oder etwas enden. Aber man muss bereit sein, manchmal so für sich selber loszulassen. Und das ist auch das, was ich tatsächlich auch so... Hat jetzt nichts mit dem Job zu tun, aber so die Bedeutung dessen, was wir tun, trotz allen Drucks korrekt einordnen. Also man muss realistisch sein. Als Sportfotografin, Sportfotograf steckt man in einer Art Unterhaltungsbranche. Man ist Teil des Ganzen. Wir bilden Momente ab. Wir bilden schon auch Zeitgeschichte ab. Aber es geht ja immer um inszenierte Dinge, die zur Unterhaltung anderer stattfinden. Also wir sind keine, ich bin kein...
Kriegsfotograf, ich bin kein Fotojournalist, der sozusagen Hard News den ganzen Tag sieht. Und da muss man manchmal auch abwägen. Also wir sind Teil eines schönen Systems, ja, aber halt nicht mehr und nicht weniger. Das heißt nicht, dass der Druck heruntergenommen werden soll. Ich finde es schon auch wichtig, diesen positiven Herausforderungen weiterzugeben an unsere Fotografinnen und Fotografen. Aber am Ende, also wenn ich jetzt mein Bild in Berlin verpasst habe, machen wir uns mal nichts vor. Da ist jetzt außer meinem Gemüt niemandem etwas passiert. Ja, da die damalige Agentur, für die ich unterwegs war, sicher ein paar Euro weniger Umsatz generiert. Aber die Konsequenz ist ja nicht dieselbe, wie wenn jetzt ein Politiker, ein Arzt oder sonst jemand eine Entscheidung trifft. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das immer mal wieder vor Augen hält, heißt es nicht, dass man in seinem Tun da unkonzentrierter zur Sache geht, aber es hilft dann auch schon mal abends da zu sitzen und zu sagen, okay, heute war es jetzt nichts, soll jetzt nicht wieder passieren, aber die Welt dreht sich jetzt deshalb nicht in eine andere Richtung oder so, wo viele Menschen auf der Welt im Moment Entscheidungen treffen müssen, die extremste Konsequenzen mit sich bringen. Der Last leiden wir ja nicht. Interessiert mich nochmal dieses Jahr, das ist jetzt, das Corona-Jahr liegt hinter uns. Wir sind jetzt Februar 2021 und letztes Jahr wären ja Olympische Spiele gewesen. Du hast es ja eben schon angedeutet, das hat sich für dich extrem bemerkbar gemacht. Das ganze Jahr hat sich entschleunigt durch extrem viele abgesagte Veranstaltungen. Erzähl mir doch mal zwei Sachen zum letzten Jahr, wie sich das für dich ausgewirkt hat und dann nochmal ganz speziell interessiert natürlich das Thema Olympia. Das ist ja, da würde mich so ein Blick hinter die Kulissen interessieren. Das ist ja für euch ein Riesenevent. Ihr geht mit extrem vielen Leuten hin, mit unglaublich viel Material. Vielleicht kannst du auf diese zwei Sachen nochmal einen Blick werfen oder das mal reflektieren. Dieses letzte Jahr an der einen Stelle und dann Olympia im Speziellen, wo ihr unglaublich viel Arbeit, Herzblut natürlich auch, reinsteckt in so ein Thema. Also das letzte Jahr speziell, du hast es Entschleunigung genannt. Also mich hat es entschleunigt, das fing so an im Februar, März und gleichzeitig hat es mich beschleunigt. Ne? Die Entschleunigung fand statt, weil natürlich alle unsere Events dann erstmal verschoben wurden. Das ist wichtig, das so zu formulieren. Es wurde ja nichts abgesagt. Also im großen Eventbereich wurde einfach nur immer verschoben. Es ist nichts abgesagt. Die Beschleunigung fand statt. Ich habe eine Teamverantwortung. Also ich zusätzlich zu dem, dass ich fotografiere, bin ich personalverantwortlich für das Team der deutschen Sportfotografinnen und Sportfotografen bei Getty Images. Also ich habe ganz klassische Themen, Personalthemen und Ähnlichem auf dem Tisch. Und da stieg die Verantwortung natürlich exorbitant. Also wie sieht's aus, wenn wir die Bundesliga wieder anlaufen lassen? Wir waren Teil eines Hygienekonzepts. Welche Schutzausrüstung brauchst du? Wie briefst du Leute, wie sie sich schützen müssen? Und man hat natürlich eine Verantwortung da auch. Also Beschleunigung, Entschleunigung gab sich so die Hand. Die Entschleunigung war tatsächlich nur, ich konnte viel von zu Hause. Ich musste nicht mehr reisen. Im Prinzip habe ich im Januar, Februar fanden in Lausanne die Olympischen Jugendspiele statt. Da war ich mit einem Kollegen, einer Kollegin vor Ort und wir haben ganz regulär fotografiert, tolles Event. Und ich glaube, vier Wochen später stand für uns so ein bisschen die Welt still. Am Anfang stoppte die Bundesliga, es passierte ja nichts mehr. Und das war so der Moment, also wenn mich heute jemand fragt, ich sage, ich habe die letzten 11, 12 Monate nicht fotografiert, was nicht stimmt, ich habe fotografiert, aber Fotografie für mich ist so dieses Kreative und Ähnliches. Ich habe im Prinzip die letzten 12 Monate überwiegend mit Fußball Bundesliga verbracht, weil wer sich anschaut, die Welt des Sports hier in Europa, außer Fußball findet kaum noch etwas statt. Das heißt, es ist auch das Einzige, wo wir fotografisch unterwegs sind. Die Herausforderung ist, auch da ist diese Freiheiten, die wir früher hatten, sind sehr eingeschränkt. Wie gesagt, es gibt Hygienekonzepte, es gibt Reglementierungen. Wir befinden uns in sogenannten Pool-Szenarios, was bedeutet, es darf nur noch eine sehr geringe Anzahl Fotografinnen und Fotografen ins Stadion. In Deutschland sind es im Moment im Fotoinnenraum am Spielfeld nur noch 8 Kolleginnen oder Kollegen. Was bedeutet, dass in unserem Fall jetzt die großen Agenturen und die Nachrichtenagenturen so eine Art Konglomerat bilden. Wir können nicht jeder eine Person schicken. Bedeutet, wir teilen uns teilweise Spiele auf. Am einen Wochenende macht Fotograf X, der
das Spiel und gibt den Content weiter und das nennt man ein Pool. Das heißt, es wird Bildmaterial generiert, das dann aber unter den Agenturen geteilt werden muss, sonst hätte eine Agentur ja kein Bildmaterial. Eine Konsequenz bedeutet es, dass wir viel weniger fotografieren als sonst, weil wir nicht jedes Spiel selbst besetzen dürfen. Und die Organisation dieses Konstrukts ist Teil meiner Aufgabe im Moment mit meinen zwei Assignment-Managerinnen und Managern zusammen. Das heißt, wir überlegen, welche Agentur covert welches Spiel, welcher Fotograf, Fotografin fährt dorthin, wie muss das Material an wen verteilt werden. Da geht es um Serverlösungen mit unserer IT-Abteilung. Also es steckt so ganz viel dahinter, dass irgendwie ein paar Bilder in die Zeitungen und auf die Webseiten kommen. Nur fotografisch, für mich persönlich, hat sich das so gegen null entwickelt, weil alles, was dieses Jahr anstand, Fußball-Europameisterschaft, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, nochmal, fand nicht statt. Ja. Und das hat sozusagen meinen persönlichen Terminkalender komplett zerlegt. Jetzt, ohne dass es falsch verstanden wird, wir gehen mit den Herausforderungen um, die da kommen. Natürlich finde ich das schade, aber am Ende ist es nichts, was wir beeinflussen können. Das heißt, mein Chef, ich, wer auch immer da Teamverantwortung hat, wir machen das Beste aus dem, was existiert. Das ganze Team bei uns in Deutschland hat sofort, als die Pandemie losging, hat das News-Team, wie das bei uns heißt, unterstützt. Also die Sportfotografinnen und Fotografen haben unsere Kolleginnen und Kollegen im Bereich Fotojournalismus, also News unterstützt, wir haben dort geholfen, wir sind im Bereich Video, News-Video, haben wir versucht zu tun, was wir konnten. Also man partizipiert dann eigentlich mit dem, was man geben kann. Ja. Matthias, erzähl doch nochmal etwas zu Olympia und gib mir doch mal einen Blick hinter die Kulissen, wie ich mir so ein Event vorstellen muss. Du hast jetzt erzählt über das letzte Jahr mit Corona und dem Fokus auf die Bundesliga. Der eigentliche Großevent im letzten Jahr wäre ja Olympia in Tokio gewesen, auch für euch als der zentrale Event. Gib mir noch mal einen Blick hinter die Kulissen, wie ich mir das vorstellen muss. Vorbereitung und dann auch, was passiert da vor Ort, wo das ja für euch so ein zentraler Event ist. Also die Olympischen Spiele an sich, das wird fast allen bewusst sein, am Ende sind es 14 Tage, finden alle 2 Jahre statt, also Winter-Sommerwechsel. Und es reduziert sich ja auf diese ganz kurze Zeit. Jetzt ist es so, für uns beginnt so eine Phase im Prinzip mit der Vergabe. Olympische Spiele werden im Moment 7 Jahre im Voraus vergeben. Das heißt, in dem Moment, wo eine Vergabe stattfindet, ist bei uns schon so ein bisschen Gehirnarbeit. Das heißt, es gibt ein Team, das nennt sich das Major Event Team. Das sind eine kleine Gruppe sehr, sehr erfahrener Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur im Sport Major Event, auch eine Oscar-Verleihung ist ein Major Event bei uns, aber es gibt eben sehr viel im Sportbereich, die da immer organisatorisch arbeiten. Und 7 Jahre bedeutet, man arbeitet zum Beispiel in diesem Team auch immer an mehreren Olympischen Spielen gleichzeitig. Dann gibt es ja noch die Fußball-WMs und so und den Super Bowl. Also da fällt ganz viel rein in dieses Team. Aber so, Vergabe, dann fängt man an schon nachzudenken und dann kommen die ersten 1, 2, 3 Jahre, da passiert bei uns jetzt auch nicht so viel, aber dann beginnt eben irgendwann, wirklich Jahre vorher, die Phase der Planung. Da geht es um ganz klassische Dinge. Wo finden Olympische Spiele statt? Reiselogistik, Transportlogistik, Tokio. Wir wissen jetzt, Stand Februar im Moment 2021 ja nicht, was die nächsten Monate in Tokio noch kommt, welche Entscheidung, aber hätten die Olympischen Spiele vergangenes Jahr regulär stattgefunden, wären wir mit über 130 Kolleginnen und Kollegen vor Ort gewesen. Wow. Ich glaube, von so ziemlich allen Kontinenten. Wir hätten temporär für die Zeit dort, ich glaube, das viertgrößte Getty Images Office der Welt eröffnet. Weil, wenn wir zu Olympischen Spielen gehen, ohne Pandemie, vor der Pandemie, wir bauen dann da sozusagen ein temporäres Büro auf, in dem unser Management sitzt, unsere Sales-Leute, unsere ein ganz großes, tolles Team, ein Bildbearbeiterin und Bearbeiter, ein IT. Also wir holen da fast alle Funktionen mit vor Ort. So war das bis vor kurzem. Jetzt wissen wir im Moment nicht,
was die nächsten Monate passiert. Unsere Planung ist jetzt so, dass wir davon ausgehen, die Olympischen Spiele finden statt. Wir können uns ja auch immer nur nach dem richten, was kommuniziert wird. Und wir planen verschiedene Szenarien. Aber wie das dann genau sein wird, 2021 oder vielleicht auch in einem anderen Jahr, im Moment ist ja immer noch eine Verschiebung wieder zur Debatte. Wir wissen es nicht, wir können ja nur planen. Wenn solche Events regulär stattfinden, dann sprechen wir in diesem riesigen Team, 130 plus X plus Y und all seinen Funktionen, eben von einer sehr großen Gruppe Fotografinnen und Fotografen. In der Regel sind wir da ein bisschen zweigeteilt. Es gibt ein sogenanntes Team Editorial. Editorial ist bei uns der Fotojournalismus, den wir betreiben. Das ist das, was man bei uns auf der Webseite sieht. Ich sag mal, das sind die Hälfte, würde ich sagen, der Fotografinnen und Fotografen im Team. Und dann gibt es immer noch ein Team. Wir sind seit vielen Jahren Partner des IOC. Das heißt, wir fotografieren für Sponsoren, für Veranstalter, für das IOC selbst. Und da gibt es sozusagen noch so ein Team, was diese Arbeit erledigt. Die ist oft gar nicht sichtbar für den normalen Betrachter, Betrachterin. Die ist einfach nur dokumentarische Arbeit, ja, und für interne Zwecke sehr oft. Mhm. Ja. Ohne die findet aber die oft kreative und tolle und preisgekrönte Arbeit der Editorial-Fotografen nicht statt. Aber wenn wir nochmal da unterscheiden, du hast ja einerseits den Fotojournalismus, das ist sozusagen das Foto von der Durchfahrt oder dem Ziel durch Zieldurchfahrt von einem bestimmten Athleten. Das ist ja sozusagen der Reportage-Aspekt. Aber du hast ja auch diesen anderen Aspekt, der so das Künstlerische abbildet. Das sind ja auch viele Bilder, die man dann aus Olympia in Erinnerung hat. Einfach unglaubliche Fotos von einzelnen Athleten, wo man ja eher diesen ästhetischen Aspekt im Fokus hat oder das Kreative dabei ist. Das sind ja zwei komplett verschiedene Ansätze, wenn ich dich richtig verstehe. Also, das ist... Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern, weil das ist ja, wenn ich jetzt als Kreativfotograf unterwegs bin, dann habe ich ein ganz anderes Mindset, als wenn ich jetzt sage, ich muss das Tor fotografieren, um jetzt bei der Bundesliga von vorhin zu bleiben, den einen Schuss zu treffen oder den abzulichten. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was erklären? Das würde mich sehr interessieren, ob ihr das bei euch unterscheidet und wenn, wie ihr da auch vielleicht unterschiedlich herangeht. Also ein Schritt zurück, was wir unterscheiden, sehr klar bei uns, bei Getty Images, ist journalistische Arbeit und ist Arbeit für einen Auftraggeber. Da gibt es eine klare Linie. Das hat auch einfach mit Dingen zu tun. Es gibt bei uns diese Begrifflichkeit Editorial Integrity. Also der Fotojournalist unterliegt ganz klaren Regeln, was die Bildbearbeitung und Ähnliches angeht. Da machen wir grundsätzlich einen sehr, sehr harten Cut und der ist auch wichtig. Diese Geschichte zwischen dokumentarischem Fotojournalismus, Momentaufnahme und dieser Kreativität, diesem kreativen Herangehen, dieser zeitlosen Fotografie, Impressionen, wie man so schön manchmal sagt. Das ist eine Geschichte, wo wir uns, glaube ich, bei Getty Images so ein bisschen dafür ausgezeichnet haben, dass man das wie so ein Borderline-Thema immer versucht, beides hinzubekommen. Und das ist ein sehr schwieriges Ding. Weil das Kerninteresse, speziell bei den großen Events, ist die Abbildung der Momente. Da hatten wir ja schon besprochen. Das Tor, der Zieleinlauf und so weiter. Da geht es um das Festhalten von Zeitgeschehen, von Sportgeschichte und so weiter. Und dann kommt dieses persönliche Interesse, das einen manchmal treibt. Und man sieht Farbe, Licht, Bewegung, Dynamik und möchte da eine Art Fotografie erschaffen, die Protagonisten zeigt, die auch Sportart zeigt, aber die zeitlos ist, die, ich sag immer, Dinge, die man sich vielleicht über Sofa hängt, ja, wo man sagt, geht in die Richtung von Malerei, von Kunst, etc. Jetzt ist nur so, das eine und das andere im Idealfall findet ja beim gleichen Event statt. Und da kommt die große Herausforderung, weil was nicht passieren darf, und jetzt ganz simpel formuliert, wenn mich mein Chef anruft und fragt, wo ist die Szene X und ich sage, oh, ich war gerade ganz kreativ unterwegs und habe da sowas probiert, dann sagt er, das interessiert mich überhaupt nicht, was du da probiert hast, ich will dieses Bild, wo ist es? Und wenn ich dann erklären muss, ich habe es nicht, weil ich dachte, ich muss hier gerade
wie man bei uns so sagt, irgendeine Spielerei ausprobieren, dann wird es da wenig Verständnis geben und ist auch richtig so. Das heißt, es ist wirklich eine ganz, ganz thin line, wann kannst du dir das erlauben? Wie viel Zeit gibst du dir für Kreativität? Wann kommt es einfach drauf an? Bei so einem Event, um nochmal den Rückschritt zu Olympischen Spielen, da ist es manchmal so ein bisschen einfacher, weil wer sich Olympische Spiele wirklich so richtig reintut, der weiß, da gibt's, ich weiß nicht, wie viel Vorläufe im 100-Meter-Lauf und wie viel Vorläufe in der und jener Sportart. Ne? Und da nimmt man sich eben die Freiheit bei sowas, sagt man, okay, ich habe jetzt hier 10 Vorläufe, 100 Meter Männer, da gönne ich mir jetzt Vorlauf 3 und 4, weil da habe ich jetzt keinen Athlet, der auf meiner Request-Liste steht. Das muss man nur dazu sagen. Ne? Wenn wir sowas fotografieren, dann geht man da nicht einfach hin und sagt, ich mache ein paar schöne Bilder. Ne? Sondern dann kommt da morgens wirklich auch eine lange Liste, welche Nation man abbilden muss, welche Athleten und so weiter. Es ist nicht so, dass das alles hier, ich mache, was ich will, sondern bei uns in der Firma ist das schon ein wirtschaftliches Grundinteresse vorhanden und Kundschaft auch. Ne? Ja, ja. Aber man hat dann so Momente, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier keine ganz große Pflicht, jetzt probiere ich was aus. Das Entscheidende ist die Balance zwischen ganz großer Pflicht ausprobieren und wie schnell und effektiv kann ich Kreativität generieren. Ja, weil was nicht funktioniert, ich probiere das einen Tag lang aus. Ja. Das geht nicht. Und da kommt es dann aber hin, da geht es um technische Skills, um Abrufbarkeit von dem, was man schon mal gesehen hat, wie viel weiß ich, wie schnell kann ich agieren, was kann ich tun. Aber ich finde es einfach extrem wichtig, weil das ganz große Ziel bei dem, was wir tun, ist schon auch vielleicht wie ein Maler oder wie andere Fotografen, man möchte seine eigene Bildsprache entwickeln. Der Traum, und ich erreiche ihn vielleicht auch nie, ist, dass irgendwann jemand Bilder von dir sieht und sagt, das könnte ein Bild von XY sein. Ja? Also dieses, jetzt erfindet man in der Sportfotografie auch nicht viel neu. Ja? Sportfotografie ist auf einem extrem hohen Niveau weltweit und du kannst auch nicht anfangen, ich mache etwas völlig anderes. Aber der Weg zu sagen, ich entwickle mein eigenes Ding und die Leute haben ein ungefähres Gefühl dafür, wie sieht Sportfotografie von, in meinem Fall, Matthias Hangst aus. Das ist schon was man erreichen will. Und da gehört eben so ein kreativer Ansatz, ein bisschen mehr ausprobieren und so gehört da dazu. Die Balance ist entscheidend, wann zu erkennen, wann ist der richtige Moment, es zu tun und wann sollte ich es besser sein lassen. Und moderne Fotografie ist ja jetzt auch sehr materiallastig geworden. Zumindest in den Augen vieler Leute ist es so, mit einer großen Shoppingliste kriegst du die besten Fotos hin. Jetzt wissen wir beide, dass das nicht so ist und selbst die besten Kameras, wenn du sie nicht bedienen kannst, bringen dir keine schönen Fotos. Vielleicht erzählst du noch mal trotzdem von der Profi-Seite, das, was das Material angeht. Weil das ist ja etwas, wo man sich auch wenig Vorstellung macht, wie aufwendig das eigentlich ist, zum Beispiel ein Event zu fotografieren, wie jetzt die Bundesliga. Etwas, das wir gerne schauen am Wochenende, wenn sich für Fußball interessiert, schaut, was da rauskommt. Gib uns doch mal einen Blick hinter die Kulissen an der Stelle. Was ist das Sportfotografie? Mit was habe ich es da zu tun? Gehst ja nicht mit zwei Kameras dahin und sagst, jetzt mache ich mal Fotos, du hast es eben schon angedeutet. Aber kannst du da mal ein Gefühl vermitteln? Also was man verstehen muss bei uns in der Sportfotografie, es geht um Geschwindigkeit. Also zum einen um großartige Fotografie natürlich, aber diese großartige Fotografie muss so schnell wie irgendwie möglich zu den Kunden. Und das ist bei uns key. Speed to market ist da unser Begriff. Und wir schaffen es tatsächlich bei bestimmten Events, wenn es absolut nötig ist, inzwischen unter einer Minute. Das heißt, in dem Moment, in dem ich auslöse, bis zum Moment, in dem es der Kunde im Redaktionssystem zum Beispiel abgreifbar hat, können wir das unter einer Minute liefern. Das bedeutet aber einen extrem technischen Aufwand, bevor wir zu den Kameras kommen. Beispiel Olympische Winterspiele, die letzten in Pyeongchang. Wir frachten da ein eigenes Serversystem hin und ziehen Dutzende von Kilometern Netzwerkkabel durch die ganzen Veranstaltungsorte. Das geht hin bis, dass man eine Ski-Alpin-Strecke am Rand durch den Schnee mit Netzwerkkabel ausstattet, wenn da andere Verbindungen nicht gut genug sind, weil wir sprechen einfach über extrem große Datenmengen. Wie wir ja schon hatten, Dutzende von Fotografinnen und Fotografen bei uns. Das heißt, der Content muss von A nach B. In der Regel muss der ins Hauptpressezentrum auf den Server und da sitzt das Team der Editoren, die diese Bilder auswählt, bearbeitet, beschriftet. Das ist der eine ganz große Part der Technik, den ich jetzt in 2 Minuten, habe ich ein Monster reduziert auf 2 Minuten. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Komplexität da dahinter steckt. Der andere ist tatsächlich meine eigene Fotografie und meine Technik.
Und da jetzt ein Beispiel, ein Bundesligaspiel im Moment, so auch in Pandemiezeit. Also ich habe standardmäßig 5 Kameras im Stadion dabei. Das ist immer set. Da ist an einer Kamera ein Teleobjektiv, ist entweder die 400-28 oder eine 600-40. Eine zweite Kamera, da ist in der Regel ein lichtstarker Zoom dran. Bei mir ist das entweder die 70-200 oder im Moment sehr viel die 120-300. Und dann hat man eine dritte Kamera und da ist ein Weitwinkel dran. So, und dieses Set, diese drei sind, wie wir sagen, so unsere Handheld-Kameras. Das heißt, die sind bei mir. Einbeinstativ hängt mir um die Schulter, liegt neben mir an der Position. Und dann habe ich in der Regel 2 Kameras dabei, sogenannte Remote-Kameras. Das sind Kameras, die werden fix aufgebaut oder montiert irgendwo im Stadion und dann über ein Funksystem ausgelöst. Klassisch hat man die hinterm Tor auf einem Bodenstativ, hinterm Tornetz, schaut dann so durchs Tornetz durch. Im Moment in dieser Pandemiezeit sind ja keine Zuschauer bei uns in Deutschland im Stadion. Da ist aber auch so, dass ich zum Beispiel ab und zu eine Kamera mit einem Telezoom irgendwo auf die Tribüne hänge, ja, das dann sozusagen in den Strafraum hinunterblickt. Je nachdem, was erlaubt ist. Und das ganze System löse ich jetzt, ist aber so meine Auswahl, über ein Fußpedal aus, was dann ein Funksignal über ein Funkträgersystem überträgt. So, das heißt, 5 Kameras operiert man da eh immer. Und bei uns ist es Standard, dass wir in der Regel sogar eine Remote-Edits haben bei allen unseren Events. Das heißt, ich versende meine Bilder direkt aus der Kamera, auch über ein Serversystem an unser Team Editorinnen und Editoren. Die sitzen entweder in Deutschland oder ganz viel bei uns in UK, also London. Ja. Im Moment auch alle im Homeoffice. Und die ja, suchen das richtige Bild aus oder die richtigen Bilder, beschriften, versenden weiter an den Kunden. Das heißt, so dieses Thema mit, ich mache da irgendwas abends dann zu Hause im Büro oder so, gibt's ja. Es nennt sich bei uns Second Edit. Mhm. Das heißt, wir unterscheiden zwischen aktuellem, schnellem Bildmaterial. Das kann bei so einem Fußballspiel, Bundesliga, sag ich mal, sind das zwischen 30 und 60 Bilder im Schnitt, ja, was sofort an den Kunden geht. Und dann, wenn ich abends zu Hause oder noch im Stadion, ja, dann kopiere ich mir meine kompletten Speicherplatten, mache eine Auswahl, Archivmaterial, Bilder, die man während dem Spiel nicht schicken konnte und so weiter. Das heißt, das ist dann meine eigene Aufgabe. Aber wir sprechen dann bei 5 Kameras schon über Tausende und Tausende von Auslösungen. Und diese 5 Kameras sind Standard für mich beim Fußball. Man hat auch Events, wenn wir Olympische Spiele, Leichtathletikstadion, 100 Meter Zielanlauf, da fotografieren bei uns, ich weiß nicht, 15, 20, 25 Fotografen und es hängen Dutzende von fernausgelösten Kameras bis hin zu sogenannten Robotik-Systemen. Das heißt, die Kameras sind in ein System eingebaut, das beweglich ist und über einen Joystick, über ein Netzwerk von überall auf der Welt steuerbar. Das heißt, da hängt irgendwo unterm Stadiondach so ein Riesending. Und kann mehr oder weniger jeglichen Blickwinkel. Diese Kameras sind komplett zoombar, fokussierbar. Man kann da alles einstellen und die Person, die es operated, könnte theoretisch auf einem anderen Kontinent sitzen. Was sie bei uns nicht tut, aber möglich wäre es. Das heißt, die technischen Steps, die wir gehen, werden immer geringer, weil es ist so push the limits. Aber es gehört einfach dazu. Sportfotografie hat viel damit zu tun. Wir haben, glaube ich, bei der Fußball-WM in Russland damit begonnen, so Minikameras ins Tornetz hineinzubauen. Die Perspektive, die man aus dem Fernsehen schon kennt. Das heißt, dass man den Eindruck hat, man fotografiert innerhalb des Tors. Es gibt immer wieder was Neues. Und wir sind Teil dieses Ganzen. Unterwasserfotografie ist ein Riesenthema bei uns, auch dort mit so Robotiksystemen, die man bewegen kann unter Wasser. Total spannend. Und so schön es ist mit einer Kamera, und ja, das eine Bild wird immer nur mit einer Kamera gemacht. Das allerbeste Bild kommt auch immer nur aus einer Kamera. Aber als Unternehmen pusht man einfach das Limit des Outputs zum Maximum. Und wo würdest du erwarten, gehen die Trends hin? Also der Trend ist ganz klar, sich, und das ist auch eine Herausforderung für mich, sich ein bisschen zu lösen von diesem Begriff Fotografie und vielleicht den Begriff visuellen Content zu verinnerlichen. Ja, also wir wissen einfach, dass die Generation, die kommt, XYZ oder welche auch immer wir nehmen, ja, wie Fotografie konsumiert wird, wie lange ein Bild betrachtet wird, wie welche Art von Content, also eher Bewegtbild statt Fotografie. Man weiß ja, wo die Reise hingeht.
Das lässt sich ja wissenschaftlich relativ gut dokumentieren. Und unser Anliegen ist halt, wir sind ja am Ende da schon auch herausgefordert, das, was der Markt verlangt, anzubieten. Das heißt, ich glaube, die Reise, es wird immer, Gott sei Dank, ganz klassische Sportfotografie geben. Aber ich denke, der, so wie sich Sport im Moment verändert, also E-Sports, virtuelle Stadien und Ähnliches, wird sich auch unser Tun so ein bisschen anpassen. Mhm. Sprich, mehr Bewegtbild-Content, mehr Multimedia-Content, einfach Content noch schneller einspielen. Ja, also nichts ist älter als die Geschichte von vor 10 Minuten heutzutage. Das heißt, da müssen wir halt einfach mithalten und Schritt halten. Und du hast es schon erwähnt, E-Sports-Fotografie. Wie geht ihr mit diesen Events um? Also wir sind im Bereich E-Sports tatsächlich Marktführer. Und zwar haben ein Team von uns in UK sehr früh da Potenzial erkannt. E-Sports-Fotografie war am Anfang so eine Geschichte, man ist in die Hallen, in denen diese Events stattfanden. Da saßen dann diese Jungs und Mädels, muss man ja fast sagen, tatsächlich sehr, sehr junge Sportlerinnen und Sportler, und die saßen in ihren Sitzen oder irgendwas und haben da was getan, Lenkrad, Joystick, und ganz viele drumherum haben das betrachtet. Also die klassische Situation, Zuschauer und Athlet, Athletin. Was bei uns aber sehr früh aufkam, war die Idee, sehr viele E-Sports-Anwendungen bieten sehr beeindruckende In-Game-Fotografie-Optionen. Ja? Das ist ja eigentlich erstmal nur so für den gedacht, der es spielt. Das bedeutet, man hat da sein Motorsport-Event auf dem Rechner und hat da eine Fotofunktion. Und da gibt es den einen oder anderen Anbieter, der da unglaublich viel Interesse und Know-how reinprogrammiert hat. Und was bei uns sehr früh als Idee aufkam, eines Kollegen Clive Rose, der einer unserer großen Formel-1-Fotografen ist, der hat sich überlegt, naja, könnte ich denn meine fotografischen Skills, ja, die ich ja habe von der realen Fotografie, in diese Spielfotografie einbringen? Ja, weil diese Fotografie beruht ja darauf, Gran Turismo, man fährt Rennen auf realen Kursen. Das ist ja praktisch Copy-Paste der Realität. Das heißt, unsere Fotografinnen und Fotografen kennen diese Kurse ja besser als ihre Westentasche nach Jahren des dort Fotografierens. Und was jetzt tatsächlich auch als Geschäftsmodell funktioniert, und wir haben da gute Partnerships, wir bieten sozusagen professionelle In-Game-Fotografie an. Ja, das heißt, es findet eine Meisterschaft statt, wo diese Spielerinnen und Spieler in den Hallen fahren, und wir stellen die Fotografie dieses Gamings zur Verfügung. Ja, das heißt, unsere Top-Leute, die von Motorsport viel verstehen, die Strecken verstehen, können sich das Spiel, das real abläuft, zwischen den Spielern sozusagen als Content ziehen, können das Spiel stoppen in dem Moment für sich, Blickwinkel, Objektiv entsprechend wählen. Das bietet ja diese ganze Technik. Und wir generieren Stillfotografie aus einem Computergame heraus. Und der Markt dann, wo geht das dann direkt hin? Der Markt geht zum einen dahin, dass ja auch der E-Sports-Anbieter XYZ einen Instagram-Kanal hat, einen Facebook-Kanal, ja. Und wir da immer noch auch über Kanäle sprechen, womit reiner Fotografie gearbeitet wird, die wir sozusagen generieren, nenne ich es jetzt einfach mal, erstellen, ja. Und zwei Dinge zusammenbringen, das fotografische Know-how, die Erfahrung, das Wissen des realen Motorsportfotografen in Kombination mit einem Tool, ja, das praktisch eine künstliche Fotografie erzeugt, die aber inzwischen in manchen dieser Spielen so hochqualitativ und täuschend echt ist, dass man sich schwer tut, es zu erkennen. Ob jetzt, also was ich nicht weiß ist, und auch nicht beurteilen will, die Generation der gamenden Kids, ja, ob die Interesse an Stillfotografie haben aus ihrem Game, das liegt mir fern zu beurteilen. Fakt ist, dass es aber einen Bedarf gibt, ja, im Bereich der E-Sports-Community, Spielinhalte auch als Fotografie zu konsumieren und auch als PR-Material und Ähnliches zu nutzen. Also es ist nicht nur so, dass immer die Videosequenz des Games dann irgendwie interessant ist, sondern das coole Motiv, das wirklich coole Foto ist schon auch ein Thema in dieser Community. Und da sind wir so diejenigen, die tatsächlich auch so ein bisschen jetzt partnern mit diesen Programmiererfirmen, Anbietern etc. und um einfach diese Fotografie erstmal zur Verfügung zu stellen.
Matthias, gab es eine Anekdote, die dich irgendwo geprägt hat auf deinem Weg? Da muss kurz. Ah ja, ja doch, doch. Also fällt mir ein. Ich hatte, bevor ich bei Getty Images als Fotograf angefangen habe, in meiner Selbstständigkeit hatte ich tatsächlich die Freude und Ehre, ein paar Jahre als Mitglied des Teams zu agieren, was die offizielle Fotografie für Wimbledon, also für das Tennisturnier in Wimbledon erstellt hat. Ein alter Freund und Kollege, Bob Martin, ein sehr, sehr berühmter Fotograf, ist dort dafür verantwortlich, jedes Jahr ein Team zusammenzustellen, was für den Club fotografiert. Bob ist ein paar Jahre älter und hat ein bisschen mehr auf dem Buckel und ich kam dahin, der einzige Deutsche im Team und wir haben ein gutes freundschaftliches Verhältnis, aber er war zu der Zeit auch ganz klar sozusagen mein Chef. Und Wimbledon, wer das kennt, da geht es um grünen Rasen, um tolles Licht, um eine tolle Atmosphäre. Und wir kamen hin, 2-3 Tage vor Turnierbeginn, man trifft sich dann so als Gruppe und es regnete in Strömen. Und das Einzige, was Wimbledon nicht verträgt, ist Regen, weil Tennis, Outdoor und so Regen ist so eine Sache. Die haben zwar inzwischen 1-2 Plätze mit Dächern, aber es passt nicht. Aber es ist Teil der Story und geht dann immer so die Preview-Fotografie, also die Tage vorher schon zu bebildern für die Website und so weiter. Und es regnete und Bob drehte sich zu mir um und hatte, sag mal, eine Packung Bälle in der Hand, Originalbälle, die sind gebrandet und meinte nur so, ist ein Mann, sagen wir, Matthias, go out and get some Previews. Und ich wusste schon, was kommt. Es regnete, wie es halt in London regnet, ja. Da ist ja mehr Duschen als Regen. Und, oh nee. Also er erwartete von mir, dass ich diese Bälle mit dem Logo nehme und da rausgehe und irgendwie Regen und Bälle und Tennis und alles in ein Bild packe, also eine Art Illustration. Gut, Kollegen mitgenommen, zu zweit, so Ideen und so einfach, sind wir auf dem Platz, haben dann eine Pfütze gefunden, wir wussten schon, was er will oder wir hatten auch eine Idee und die Idee war so, Tennisball landet in der Pfütze, in dem Moment spritzt sozusagen dieses Wasser hoch und der Ball muss aber so aufkommen und wieder hoch, dass das Logo praktisch sichtbar und scharf und mussten so ein paar Elemente zusammenkommen. Das heißt, ja, ich fotografiere es, der andere Kollege hat so immer diesen Ball fallen lassen. Ne? Haben wir so eine Stunde betrieben, nass bis auf die Unterhose tatsächlich, kamen zurück, alle Bälle nass, wir dreckig, Kameras dreckig. Und aber stolz, wir hatten was. Kamera, Karte aus der Kamera rein, er saß da vor seinem großen Monitor, der hatte so ein bisschen wie den Operator-Sessel und klickte so durch die Bilder und klickte und ich dachte so, haben wir gut gemacht, ein Läufen so und triefte und triefte. Und dann drehte er sich zu mir um und ich sag's jetzt mal in Deutsch und sagte, du Matthias, das ist schon ganz ordentlich, jetzt gehst du raus, machst es nochmal und machst es besser. Gab mir neue Bälle in die Hand und ich stand da und dachte, das meint er jetzt nicht ernst. Ich dachte aber nur für einen Bruchteil der Sekunde, er meint es nicht ernst. Ich habe ganz, ganz schnell realisiert, er meint es extrem ernst. So, in dem Moment bin ich raus, ohne Widerworte und habe die nasse Regenjacke wieder an und habe es versucht, besser zu machen. Ich kam mir so ein bisschen vor, wie das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Also das Turnier kam erst noch, die harte Arbeit, 2 Wochen stand vor uns und du warst am ersten Tag einmal durch. Was ich aber gelernt habe, dann die Jahre danach, wo ich ihn auch noch besser kennengelernt habe, es ging in diesem Moment nicht um das Foto, sondern es ging ihm um, man könnte jetzt sagen, eine Lektion oder ein Prozess, für den ich ihm jetzt sehr dankbar bin. Es ging darum, es geht immer noch besser und dafür muss man manchmal sehr viel tun. In dem Moment war es ja nur Wasser, Regen und eine Stunde mehr Arbeit und vielleicht am nächsten Tag eine Schnupfnase oder so. Ja. Aber dieses hör nicht auf zu versuchen, noch einen Schritt nach vorne zu gehen und hör nicht auf, das Ganze noch mehr zu pushen. Und wenn es weh tut und wenn es nass ist und wenn es hart ist, mach es, weil es wird sich lohnen. Und es ging ihm, glaube ich, in dem Moment nur um den Prozess, dass ich verstehe. Als ich in dieses Team kam, war ich schon auf einem sehr hohen fotografischen Niveau. Also ich hätte da auch problemlos so überlebt in dieser Gruppe. Ja. Aber er war jemand, der einfach wusste, wie ein Manager, wie ein Teamleader, wie ein Coach. Ja, ihm ging es darum, wie hole ich da aus meinem kleinen Team das Maximale raus. Und diese Lektion im Anfang, ja, es war so eine Mischung zwischen Demut, die er lernen muss. Ja, er kommt hier nicht rein, der Matthias, und macht den großen Zambano aus Deutschland mit uns Engländern. Demut, Motivation, da kam ganz vieles zusammen. Ich weiß nicht, ob er sie so viel überlegt hatte, aber es hat auf jeden Fall bei mir das ausgelöst. Und am Ende bist du ihm dafür dankbar. In dem Moment, als da die Unterhose triefte, dachtest du, der Typ nervt jetzt. Aber
man kommt halt nur so weiter. Tolle, tolle Anekdote, vielen Dank. Was war für dich der emotionalste Moment, wo du selber mal am Rand gestanden hast bei so einem der wirklichen Events, wo du sagst, das war für mich so ein Sportevent, der mich nicht mehr loslässt? Also es ist so, ich beschäftige mich überwiegend, so fast schon, klingt negativ, zwangsweise mit Fußball. Das ist Natur der Sache. Deutschland ist ein Fußballland. Also, was tatsächlich für mich, ich bin kein Fußballfan, ist mir auch wichtig. Ich interessiere mich beruflich dafür und habe vielleicht in meinem Leben mehr Fußballspiele sehen müssen und können, als viele Menschen sich vorstellen können. Es gab Zeiten, da habe ich 5 Spiele pro Woche fotografiert, was einfach ist mit Europa League und Bundesliga. Und es war schon nicht uninteressant zu sehen, ich durfte 2002 schon in Japan, Korea sozusagen die Finalniederlage in Deutschland gegen Brasilien fotografieren. Und war schon interessant, dann den Gewinn 12 Jahre später miterleben zu dürfen, auch fotografisch im Stadion. Das sind so Momente, wo du, auch wenn du kein Fußballfan bist, wenn du da Schweinsteiger heulen und verbluten siehst, das ist schon sowas, wo du merkst, auch der professionellste, kommerziellste Sport bietet, wenn es in dem Bereich stattfindet, noch pure Emotionen. Also es kann mir keiner erklären, dass er sozusagen in dem Moment im Maracanã da irgendwie steht und sich überlegt, sehe ich jetzt gut aus oder schlecht aus. Ja. Sondern da bricht auch so jemand in sich zusammen. Ja. Also solche Geschichten finde ich interessant. Und dann interessieren mich persönlich aber tatsächlich so menschliche Schicksale. Schicksal muss ja nicht immer im Negativen enden, aber so Geschichten wie Phelps, der diese Medaillensammlung oder so. Also ich habe sehr großen Respekt vor Sportlerinnen und Sportlern, die es über ganz, ganz lange Zeit hinbekommen. Und ich habe mir vor kurzem diese Air Jordan-Dokumentation angeschaut. Und ich bin da auch nicht unkritisch und wir alle wissen, wie in der heutigen Zeit solche Dinge entstehen. Aber wenn man sich halt solche Sportgeschichten anschaut, welche Höhen und Tiefen, Herausforderungen solche Menschen durchlaufen, dann finde ich das sehr, sehr beeindruckend. Und ich sage nicht, dass es nur auf dem höchsten Niveau des Olympiasiegs oder NBA-Titel auch immer. Es gibt auch Sportler, die werden nur deutsche Meister 15 Mal in ihrem Leben und geben sich dafür aber selbst auf. Mhm. Und das beeindruckt mich sehr, weil das auch so ein bisschen mit dem zu tun hat, wie wir vielleicht unseren Beruf angehen. Nicht jeder bei uns gewinnt Fotowettbewerbe und wird berühmt aber jeder, der diesen Job macht, dieser Beruf bringt extreme Entbehrungen mit sich. Das ist leider so, auch ein schönes Leben, aber die Entbehrungen sind schon da. Und wer da auf vieles verzichtet, im Privatleben und familiär, genauso beeindruckt mich das bei Sportlern. Mhm. Nochmal gerade auch dazu einzuhaken. Du hast ja das Schöne und das Beneidenswerte. Du bist an all den Spielen, du bist an den tollsten Events, du bist auf vielen Reisen. Die Kehrseite, du hast es ja gerade angedeutet, ist natürlich auch, wenn man Work-Life-Balance anschaut, Familie, Kinder, Freundeskreis, an den Wochenenden bist du ja weg. Ich meine, du bist auf den Spielen. Wo sonst, ja? Die muss man ja fotografieren, wenn du dort dann an sein willst. Wie gehst du da mit dem Thema um? Ist das Thema Work-Life-Balance ist ja eine Wahnsinnsherausforderung an der Stelle auch. Absolut. Also du hast auch genau das Richtige angesprochen. Ich habe jetzt in der Rolle, in der ich jetzt bin, also offiziell habe ich einen Titel, der so ein paar andere Aufgaben mit sich bringt und ich arbeite tatsächlich nicht jedes Wochenende, Samstag, Sonntag, weil ich unter der Woche einfach meine Herausforderungen habe, aber die klassische junge Sportfotografin, Sportfotograf, das ist Samstag, Sonntag sind Regelarbeitstage. Und zwar nicht jetzt so wie in anderen Berufen einmal im Monat, so Schicht oder so, sondern nein, wir gehen halt Samstag, Sonntag arbeiten, das ist so. Ja. Und dann findet Sport, das ist ja jedem klar, der drüber nachdenkt, wie Kultur auch, findet eben dann statt, wenn normale Menschen, nenne ich jetzt, oder den Begriff nutze ich jetzt mal, wenn die frei haben, weil die wollen ja Sport erleben als Zuschauer. Das heißt, diese ganzen Spiele und Turniere, wenn alle frei haben, gehen wir arbeiten. Und das ist am Anfang, ist das wunderbar. Wie gesagt, ich habe irgendwie mein Abitur gemacht und meinen Zivildienst und dann ging das los und dann war das grandios. Ich wohnte in einer WG in Ludwigsburg mit Studenten und da war mir das egal. Das ist ja auch die ersten Jahre egal und du findest es auch,
die ersten paar Olympischen Spiele findest du das einfach nur toll. Und dann kommt so die Phase, wo du halt merkst, naja, heute Abend machen alle dies und das und ich gehe halt mal wieder ins Stadion. Hm. Das ist dann auch noch nett und klar, dann kommt die Phase, wo du eine Partnerin hast, in meinem Fall, und die eine versteht es besser und manche verstehen es gar nicht. Und ich habe unglaubliches Glück mit meiner Frau. Wir haben uns recht spät kennengelernt, aber sie kennt das nur so. Das ist nicht ohne Konflikte und Probleme bis heute. Ja. Die Kinder, also zwei Kinder, die kamen ja auch irgendwann und das verschärft das Thema. Ja. Aber du brauchst schon jemanden, der da sehr viel Verständnis aufbringt. Zusätzlich zum Wochenendthema kommt bei dem, was wir tun, das Reisen dazu. Bei mir gab es Jahre, da hatte ich über 100 Hotelnächte pro Jahr und ich habe Kolleginnen und Kollegen, die haben im Jahr 200, 250 Reisetage. Das heißt, du bist 200 Tage nicht bei deiner Familie. Und da möchte ich jetzt, also wenn ich jetzt sagen würde, das muss man wollen, wäre es schlimm, weil das bedeutet, dass jemand eine Familie hat, die er eigentlich vielleicht gar nicht will. So ist es nicht, aber man muss in diesem Job schon akzeptieren, dass man viel Zeit von der Familie getrennt verbringt und das auch eben dann tut. Wie gesagt, diese Pandemie im Moment, ich glaube, es war der erste Sommer seit über 10 Jahren, den ich nicht reisetechnisch wenigstens 3-4 Wochen weg war. Und wenn man das mal wieder erlebt, merkt man dann auch mal so, was bedeutet eigentlich Sommer in Deutschland zum Beispiel. Ne? Ja. Diesen Preis bezahlen wir alle und der ist hoch und den muss man wollen. Und ich habe leider auch erlebt, dass viele an der Herausforderung gescheitert sind und viele Beziehungen und viele Familien. Und das ist teilweise traurig, aber man sollte sich da recht früh halt, wenn man so in diese Berufsrichtung geht, bewusst sein, Sportfotografie oder auch der Fotojournalismus, wo halt vieles auf Abruf stattfindet und dann klingelt nachts um 11 das Telefon und du musst raus oder so. Gehört dazu, aber man muss sich dessen halt klar sein, dass das dann Teil des Lebens ist und zwar für eine recht lange Zeit. Man macht es ja nicht nur mal kurz und dann ist es anders. Das ist es halt. Ne? Zum Abschluss. Letzte Frage. Du bist ja auch ein großer Perfektionist. In dem Anspruch an deine Bilder, auch an deine künstlerischen Bilder. Du hast ja auch viel kreative Sportfotografie gemacht. Gib mir doch nochmal einen Blick hinter die Kulissen, was das Thema Perfektion bei dir angeht. Gibt es dazu eine Geschichte oder ist es ein innerer Drive? Oder was ist sozusagen bei diesem Thema Perfektionismus nochmal etwas, was dich dort antreibt? Ich hatte in unserem Vorgespräch den Eindruck, dass das für dich ein ganz besonders wichtiges Thema auch ist. Ja, ist es tatsächlich. Also es ist nichts, was ich mir ausgesucht habe. Manchmal wäre ich dankbar dafür, ich könnte es so ein bisschen loslassen. Ich bin leider so ein Perfektionismus ist das schönklingende Wort, man könnte es auch pedant oder so irgendwie. Also ich hege einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Das Problem ist, ich schaffe es leider nicht, mein Anspruchsdenken dann nur auf mich zu reduzieren. Das ist schwierig, vor allem auch wenn man ein Team leitet oder managt, dann muss auch ich jeden Tag lernen, habe ich viel gelernt, dass man einfach manchmal einfach sagt, so jetzt geh mal weg von dir, erwarte nicht von jedem und jeder, dass er genau alles so macht wie du und mit dem gleichen Drive und allem. Ja. Das heißt nicht, dass es Menschen schlechter machen, sie machen es manchmal nur anders. Das ist ein großer Prozess und der Perfektionismus ist dann natürlich überall, der ist nicht nur im Job, ne, den hast du dann auch im Privaten, macht es auch nicht einfacher manchmal bei gewissen Dingen. Aber für mich sind halt so die Dinge, die mich auch zu dem gemacht haben, was ich bin. Also ich glaube, es gibt Fotografinnen und Fotografen bei uns, die haben ein größeres oder höheres Grundtalent besessen, als ich es vielleicht hatte. Ja. Aber ich war schon, und ich glaube, das hilft auch, ich bin extrem fleißiger, immer lernender, perfektionistisch, pedanter Mensch. Jetzt sind es vielleicht alles keine Attribute, die man sich selber irgendwie geben will, aber es bringt dich halt schon voran. Und wenn man da so die richtige Balance findet, wie gesagt, Kreativität, Verständnis, wie viel investiere ich in meinen Job außerhalb des reinen Fotografierens? Also wie viel will ich lernen? Wann höre ich auf zu lernen? Wann bin ich bereit, Neues zu probieren? Dann kommt man da, glaube ich, recht weit. Das war jetzt nicht irgendwie von Anfang an die Idee, dass ich gesagt habe,
mir fehlt Talent, deshalb muss ich es anders machen. Ich glaube, ich besitze Talent. Ich sage nur, ich habe Talente gesehen und sehe sie, wo ich denke, okay, wenn die Person die paar anderen Attribute nur in Maßen hat, ja, dann kann es eine ganz große Geschichte werden. Leider ist ganz, ganz großes Talent sehr oft gepaart, dass es an all dem anderen fehlt. Und unabhängig von der Branche, das hat jetzt ja auch nichts mit der Fotografie zu tun, reines Talent hat ja noch niemanden zu einem oder einer erfolgreichen Person gemacht. Das heißt, da braucht so ein bisschen einen Ausgleich. Und am Ende ist aber auch Perfektionismus etwas, das man, ich möchte nicht sagen, lernen kann. Aber ich hatte in meiner Zeit, Karriere, Laufbahn schon auch Menschen, die mich so ein bisschen, ja, ob es ihnen bewusst war oder nicht, da in die Richtung gedrängt haben, wo man dann auch Perfektionismus entwickelt. Also man steht nicht morgens auf und sagt, ab heute bin ich Perfektionist. Ne? Man merkt nur irgendwann, jetzt ist es gut. Also wenn man es auf Fotografie reduziert, ja, ich habe ein gutes Foto, aber ich sehe in jedem, es gibt glaube ich auch, also mir fallen jetzt vielleicht 3 oder 4 Bilder ein in der Welt der Sportfotografie, wo ich sage, da ist Perfektionismus. Ansonsten könnte ich zu jedem Bild sagen, was noch besser geht. Was auch nicht normal ist, aber so ist halt die Herangehensweise. Und nochmal, also es gab ja auch in meinem Leben so Momente, wo dich jemand zum Perfektionismus erzogen hat. Das waren teilweise jetzt auch nicht immer lustige Momente, aber man hat sie halt durchlebt und kam ein Stück weiter. Ja. Matthias, vielen Dank. Das war ausgesprochen spannend. Und das nächste Mal, wenn du in Zürich bist, unser großer Leichtathletik-Event, Weltklasse Zürich, bist herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, wenn du da bist und Bescheid sagst, dass du da bist. Zum Essen bist du immer eingeladen. Ich freue mich sehr auf ein nächstes Treffen mit dir persönlich. Herzlichen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das spannende Gespräch. Das freut mich. Der Dank geht zurück und Zürich, ich war da dieses Jahr. Es fand ja statt irgendwie als Video-Wettbewerbsevent. Da durften ja einzelne Sportlerinnen und Sportler sozusagen alleine. Ach, welch ein Privileg. Du warst ja. Ja, ich durfte ins Stadion. Von toll. Dem her, Weltklasse Zürich ist mir tatsächlich dann auch ein Begriff. Und wenn ich das nächste Mal rumkomme, ich bin ja nicht so arg weit weg von euch. Jederzeit gerne. Dankeschön für die Einladung. Heute hat Spaß gemacht. Freue mich sehr. Matthias, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg und bis demnächst. Danke. Dankeschön. Danke. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, teilt es mit Freunden oder Familie. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert den Kanal. Es hilft uns sehr, interessante neue Gäste zu gewinnen. Herzlichen Dank und bis bald.